Wie underrated ist eigentlich diese Karte? Guckt euch mal diese Stats schon mal an. 87 Tempo und die anderen Stats eigentlich Hooded Gang Stats. Ungefähr, Pi mal Daumen. Komischerweise auch Uruguay, also Valverde sein kleiner Bruder gefühlt oder sein großer Bruder. Dann ist er noch 1,72 groß und hat Arbeitsraten hoch hoch. Kanté 2.0. Er läuft nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und das Geilste ist, du kannst ihn einfach ein Centurions-Upgrade machen. Da musst du insgesamt 8 Spiele gewinnen mit dieser Karte, beziehungsweise dann mit der 84er-Karte auch nochmal 4 Spiele. Und dann hast du am Ende diese Karte hier, gefühlt for free. Weil die kostet 10k, also Abstoßpreis. Und diese Centurions-Upgrade kostet auch nichts. Einziger Minuspunkt, 3 Sterne Skills, 2 Sterne Weakfoot. Aber als rein Sechser, ich schwör's euch, geisteskrank.